Moin, meine herzallerliebsten Verkehrsteilnehmer. Ja, heute möchte ich gerne noch mal was mit euch besprechen. Ist ja auch nicht schon des Öfteren passiert. Aber ist ja auch egal. Ja, worum geht's denn eigentlich? Stellt euch mal vor, ihr seid bei der Feuerwehr und macht gerade sowas hier. Und jetzt stellt euch mal vor, ihr seid im Rettungsdienst tätig oder sogar als Notarzt und macht das hier. Genau, ihr helft den Leuten, weil denen was passiert ist. Aber jetzt kommt eigentlich etwas, was ihr wirklich seid. Nämlich das hier. Und jetzt nehmen wir mal alles drei zusammen. Der Feuerwehronkel hilft demjenigen aus dem Auto rauszukommen, weil der eingeklemmt ist. Der Rettungsdienstonkel oder auch die Tante versuchen demjenigen zu helfen, dem es gerade schlecht geht. Plus solche Leute wie ihr es seid, die mit verkackten 200 Sachen an der Einsatzstelle vorbeiballern, Mann! So, habt ihr denn am Abend oder was? Habt ihr was geraucht oder wie? Ihr seid doch wirklich beknackt und hohl, oder wie? Das muss ich ja dauernd lesen. Oder lesen Sie es im Fernsehen oder irgendwas. In der Zeitung, im Internet, alles ist voll damit. Irgendwo ist eine Einsatzstelle, da müssen Leute echt gerettet werden. Ob technisch oder medizinisch, ist vollkommen scheißegal. Und dann kommen da solche Zerebaldiarrhübesitzer wie ihr und ballern an der Einsatzstelle vorbei. Aber auf der Autobahn, in der Stadt, im Dorf, auf dem Land, ist mir auch scheißegal. Mitten im Wald, ihr knallt wie die Affen dann vorbei. Und einer von denen, die da helfen wollen, weil es da jemand schon scheiße geht, der rennt euch vor die Karre und den knallt ihr weg da. Und dann kommt ihr am besten selber noch irgendwie von der Straße ab, oder was? Ballert gegen Baum und dann ist das Gebrülle groß. Hallo, jetzt will ich aber mal rausgeschnitten werden. Hallo, jetzt will ich aber mal reanimiert werden. Wo seid ihr denn alle? Ja, wo sind die wohl alle? Die liegen alle unter eurem Auto, weil ihr die alle überfahren habt, Mann. Meine Fresse nochmal, du. Da krieg ich so einen Blutdruck, wenn ich sowas sehe, lese und höre. Was soll denn so eine Scheiße, Mann, du? Echt, alter Schwede nochmal, du. Es hält doch echt keine Sau im Kopf mehr aus, du. Ehrlich, habt ihr da oben gar nichts drin oder was? Das Auto, echt, wenn ihr über Wasser fahren würdet, würde das Auto über Wasser fahren, weil ihr da oben so viel Helium drin habt, dass die ganze Karre nicht untergehen würde. Echt, da würdet ihr mit dem Kopf da oben dranhängen und da oben würde das Ding wie ein Amphibienfahrzeug schön übers Wasser fahren. Meine Fresse nochmal, du. Was soll so eine Scheiße? Echt, wenn ich euch dabei erwische, ehrlich mal, ich hab mittlerweile ein Nagelbrett im Kofferraum. Nein, hab ich natürlich nicht. Aber hätte ich gerne, nämlich für solche Spieler, wie ihr es seid. Meine Fresse nochmal, du.